Balance of Power auf schwer. Ja, ich bin wieder zurück mit Birth of the Federation. Wir spielen die Klingonen. Kleine Änderung zum letzten Mal. Ich stelle zurück auf schwer. Das gibt mir ein bisschen mehr Freiheiten. Und ansonsten, ja, groß, damit wir vielleicht einen Tick länger haben, bis der erste Krieg ausbricht. Zufallsereignisse bleiben an. Und wir wollen mal ein bisschen Spaß haben mit dem Spieldurchgang. Weil der Mod ist schon interessant. Wählen Sie eine Großmacht. Hier, Klingonische Imperium. Gut. Wie gehabt, spiele ich übrigens so einen quasi Iron Man Modus. Das heißt, ich speichere wirklich immer nur einmal und gehe auch nicht zurück. Das hat, wie effektiv das ist, habt ihr ja beim letzten Mal gesehen. Gucken wir uns mal das kurze Intro an. Wenn ein Klingone nicht kämpft, lebt er nicht. Gehe Bündnisse ein, wenn du musst. Doch achte darauf, dass das Imperium stets Feinde hat. Klingonen sind zum Kämpfen und Erobern geboren. Wenn wir keine Feinde haben, kämpfen wir gegen unsere Freunde. Ja, jawohl, ja. So, wir haben zwei Planeten. Haben wir schon? Hier haben wir den Bird of Prey. Konos haben wir ja, wie gehabt, den Scanner nicht eingeschaltet. Wir fangen mal an mit der Produktionsoptimierung. Wir werden in Konos... Gießereien dazufügen, damit ich da ein bisschen schneller bin. Das letzte Mal war der Fehler, ich hatte am Anfang zu wenig Kolonieschiffe, wir werden da mindestens ein Kolonieschiff noch bauen. Wir werden zwei Angriffstransporter bauen. Und vier Bird of Bay, die wir den Stationen dann zuweisen. Wir gucken... Ach komm, wir gehen mal hier hin und hier hin. Jetzt gucken wir nochmal Morska. Ähnliches Bild wie eben. Hier haben wir zu viel Nahrung. Das fügen wir mal hier unten bei Forschung hinzu. Gucken wir bei Energie, da haben wir gar nichts. Das heißt, wir können hier sogar die Energie runterfahren. Und das in Informationen packen. Das geht ja erstmal nur in innere Sicherheit. Bauliste, da bauen wir eine Windturbine und einen Subraumscanner. Und Leerhallen. Ich will hier Forschung betreiben. Morska wird von Anfang an Forschungsstation. Da müssen wir nämlich schnell besser werden. Jetzt Technik. Wir gucken mal Objektdatenbank. Was wollen wir als erstes haben? Den haben wir ja schon. Wenn wir das alles auf 3, also Computer 3, den Rest auf 4 bringen, hätten wir den schweren Bird of Prey. Und Bird of Prey 2 haben wir Energie, Antrieb und Waffen auf 3. Den will ich nämlich als erstes verbessert haben. Das heißt, wir bringen, wir fangen an mit, ich würde mal sagen, Antrieb. Danach geht's auf Waffen und Energie. So. Damit haben wir den ersten Schritt getan. Hier. Und wir sind mit dem Kolonieschiff gleich genau richtig. Die Lithiumwelt wird gesichert. Eieiei, guck doch mal, wie viel wir da rundrum haben. Die Lithiumwelt, die muss ich haben. Das ist Gold wert. Jetzt kaufen wir die zweite Gießerei. Und switchen hier. Brauchen wir gar nicht. Wächst ja noch das gute Stück. Gehen wir auch mal auf Informationen. Hier, der Subraumscanner. Ach komm, den kaufen wir auch. Oi, ich brauche also wirklich dringend mehr Kolonieschiffe. Kauf bestätigt. Und das beschleunigen wir auch mal. Produktion hätten wir da einen über. Geht gleich in... Produktion. Eieieiei. Wie sieht's hier aus? Die Leerhallen werden gebaut. Das müssen wir dann auch im Auge behalten. So, Kolonieschiff. Hier wieder die Welt. Die Lithium ist fast schon Pflicht. Und du fängst auch gleich an mit dem Terraform.
Wir fangen mal links an und arbeiten uns durch. Du brauchst noch ein bisschen. Jetzt kommen ja die Angriffstransporter. Kann ich leider nicht kaufen. Ja, dann nehmen wir hier mal zwei Informationen raus und packen das in Forschung. Wie schaut's aus? 15%. Läuft, läuft. Oh. Schiffsbau. Upp. Terraforming abgeschlossen. Hier unten ist Terraforming abgeschlossen. Ziel für Terraforming wählen. Hier läuft's Terraforming noch. Ach, guckt euch das mal an hier. Nee, da wollte ich dich nicht hinschicken. Dahin. 5 Runden haben wir den ersten Angriffstransporter. Ja, hier sind jetzt, ist jetzt die Bauliste leer. Der Reihe haben wir über. Können wir ein bisschen Nahrung rausnehmen? Leider nein. Energie auch nicht. Informationen können wir noch einen rausnehmen. So. Dann haben wir hier nämlich unser Frachtstück laufen. Militärwerft braucht 50 Energie. Wir müssen danach Energie erforschen. Wir werden hier dann nämlich erstmal den Subraumscanner ausschalten und werden hier auch ein bisschen in Schiffsproduktion einsteigen. Abgeschlossen. Ziel für Terraforming wählen. Und dafür brauche ich voll entwickelte Welten. Ziel für Terraforming wählen. Hier bin ich am überlegen, wo machen wir am geschicktesten unsere Stationen, da müssen wir mal gucken. Hier am besten. Morsker-System. Baureihe ist leer. Das aus, das an. Ach, ich kann doch gar keine Schiffe produzieren. Ich habe ja die Lithium-Welten noch gar nicht geklippt. Wie machen wir das am geschicktesten, Leute, jetzt? Wie machen wir das am geschicktesten? Wir lassen das mal auf Handelsgüter. Kauf bestätigt. Dann können wir nämlich schneller die Schiffe kaufen. Bringt uns wieder einen Vorteil. Wir haben hier auch noch 4 Arbeitskräfte über. Wir müssten eigentlich hier dann auch nochmal in Produktion einsteigen. Du wirst hier hoch und dort eine Station bauen. Terraforming läuft. Terraforming läuft. Terraforming abgeschlossen. Sehr schön. Da ist der nächste Planet. Ziel für Terraforming wählen. Jetzt die Frage, machen wir hier? Dich haben wir da. Wir gucken uns mal das Gebiet an. Ich will mal wissen, wo sich's lohnt. Oh, verdammt. Ich habe nicht auf den Neutronenstern geachtet. Momente, wo ich meine Agenda mit Iron Man Modus ein bisschen verachte. Aber naja. Terraforming abgeschlossen. Wisst ihr was? Das ist eine wichtige Welt. Das hier auch. Die ist noch wichtiger hier. Wir ziehen dich mal einen vor. Terraforming wählen. 5 Runden haben wir den nächsten Angriffstransporter. Aufbereitungsanlage, sehr schön. Wir sind bei Forschung Antrieb durch. Jetzt gehen wir auf Energie. Machen wir eine Aufbereitungsanlage. Und dann gehen wir in Kolonieschiffbau hier. Terraforming abgeschlossen. Sehr schön.
Ein Planet noch. Ziel für Terraforming wählen. Das System will ich, weil... wir gehen mal auf große Karte. Wir sind hier etwas weiter unten. Das System könnte sicher sein als das hier. Ist jetzt nur eine Vermutung. Müssen wir uns mal ansehen. Das müssen wir auch noch erkunden. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Aber ich werde hier einfach mal... Sternenbasis wird in Boreal eine Sternenbasis bauen. Ziel für Terraforming wählen. Ja, Konos, der nächste, zwei Runden. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Die Ferengi! Wir sind von der Ferengi-Allianz. Wir sind erfreut, Sie zu treffen und sind zuversichtlich, mit Ihnen langfristig und profitabel Geschäfte machen zu können. Ein verachtenswertes Pack. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Die Bajoraner! Unter ihrem reichen Äußeren haben die Bajoraner starke Herzen. Sie könnten eine Inspiration für unser Volk sein. Ah. Spannend, spannend. Gut, dass wir hier die Sternbasis bauen. Hier oben lauern die Ferengi. Nee, da unten. Ich dachte, hier wäre... ach, hier, klar, hier. Die widerlichen. Dann sind die hier unten. Wir schicken den Angriffstransporter mal hier in das System. Das gucken wir uns mal an. Hier läuft nur Terraforming. Da läuft nur Terraforming. Terraforming abgeschlossen. Zwei Planeten noch. Ziel für Terraforming wählen. Das System ist bald durch. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Die Tamarianer sprechen Wirr. Nur ihre Waffen sprechen eine deutliche Sprache. Naja, das kann man ja ändern, dass die nicht mehr Wirr sprechen, ne? Ja. Oh. Wir schicken die noch einmal runter. Nee, das... Wir machen hier... im... Anopus-System machen wir noch eine Sternenbasis. Hier nur noch ein Planet. Ziel für Terraforming wählen. Wie weit ist die Aufbereitungsanlage? Zwei Runden noch. Und hier läuft die Produktion jetzt der Bird of Prey. Wir nehmen da mal hier ein Kolonieschiff nur und... auch nochmal hier Gießer rein. Weil wir haben noch Arbeitskräfte über. Und danach gehen wir wieder in Schiffsbau. Und zwar schwere Schiffe, während hier die Kolonieschiffproduktion hochlaufen wird. So, das System ist bereit zum Kolonisieren. Mehr Raum zum Atmen. Ja, sehr schön. Jetzt können wir hier nämlich anfangen. Wir gucken uns das mal an. Also wir haben hier zweimal Gießereien, eine Nahrungsquelle. Da werden wir anfangen mit einem Jagdgrund, also einen zweiten Jagdgrund. Dann bauen wir noch eine Gießerei, Materieofen. Nee, anders. Windturbine, Subraumscanner und dann werden wir die Jagdgründe verbessern. Wir haben ja da ein bisschen Puffer. Das wächst ja nicht so schnell, das System. Das System ist natürlich von den Werten her richtig geil. Das wird auch relativ schnell uns gehören. Also wir haben hier eh viele Systeme, die interessant sind. Das muss man auch mal sagen. Wir gucken uns aber erstmal auch die zwei hier an. Ferengi und Cardassianer haben Pakt geschlossen. Widerliches Volk. So, sehr schön. Forschung abgeschlossen. Und dann gehen wir jetzt auf Waffen. Oh, interessantes System. Fehl. Sternbasis wird konstruiert. Terraforming abgeschlossen.
Ferengi bieten den Klingonen einen Nicht-Angriffspakt an. Abkommen wird angenommen. Wir werden das mal annehmen, da ich noch nicht weiß, was sonst zur Sache ist. Das wird die wahren Krieger nicht begeistern. Aber da müssen sie durch. Es sind so Momente, da muss man auch mal einfach die Zähne aufeinander beißen und die Messer schärfen für das, was noch kommt. So. System wird kolonisiert. Der nächste Planet, der kolonisiert wird. Kauf bestätigt. Nächste Kolonieschiff werden wir kaufen. Das geht nach Boreal. Und danach werden wir uns Denius holen und Arcaria. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Die Talarianer sind gewandte Krieger, die ehrenvoll kämpfen. Eine Invasion dürfte schwierig sein, doch vielleicht werden sie uns einst als Verbündete sehen. Die Talarianer würde ich mir sogar gerne friedlich sichern. Hier ein Freundschaftsangebot. Die anderen werden wir erobern. Da haben wir das Kolonieschiff. Auf nach Boreal! Windturbine. So, haben wir wieder alles wie gehabt. Ja, das läuft alles. Hier gibt es ja noch die nächsten Kolonieschiffe. Wird doch fehl, das dauert. Das gefällt mir gar nicht, wie lange das dauert. So, dann guckst du dich mal hier unten um. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Da haben wir die Talarianer, da können wir Wirtschaft, Honos, einen Handelsweg aufmachen. Gut, wenn wir starke Krieger an unserer Seite haben. Wir wechseln wieder auf die Militärsicht. Da haben wir den nächsten Bird of Prey. Wo schicken wir den mal hin? Hier oben das System, dann schauen wir uns nochmal... Nee, guck mal, wo du lang machst. Wir sehen uns mal hier um. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Ullianer! Die Ullianer sind keine Krieger, doch wir müssen uns ihrer geistigen Kräfte bewusst sein. Die wären geil für Forschung. Ich schick denen auch mal ein Geldgeschenk. Wie sieht's jetzt hier aus? Nächste Kolonieschiff in drei Runden. Kann ich hier Nahrung rausnehmen? Nee. Ich habe noch zweimal Industrie offen, aber... Ah. Könnten einen Nahrungsreplikator bauen. Und dann könnte ich einmal Nahrung rausnehmen. Das machen wir nach den Kolonieschiffen. Weil erstmal wichtigstes Ziel, Wachstum. Wachstum ist entscheidend. So. Dann schau dir mal dieses Thema hier unten an. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Grüße von der Cardassianischen Union. Wir begrüßen es, mit ihrem Volk in diplomatischen Kontakt zu treten. Bis dahin müssen wir allerdings darauf bestehen, dass sie nicht in unseren Raum eindringen und unsere Territorialherrschaft anerkennen. Na, das wollen wir noch mal sehen, was wir anerkennen und was wir nicht anerkennen. Das wollen wir doch noch mal sehen. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Ah, die Ullianer akzeptieren unsere Freundschaft. Es kann ein Vergnügen werden. Wirtschaft. Dann können wir nämlich hier den Handelsweg hier rüber aufmachen. Und schmieden ein Bündnis. Hier vielleicht ein kleines Bündnis und die Ullianer kriegen ein Geschenk. Sternenbasis fertiggestellt. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Cardassianer gaben eine Erklärung ab. Sehr schön, dann gucken wir mal.
Erfolg scheint übermäßig in unsere Zukunftsterritorien interessiert zu sein. Wir raten ihnen, ihre eigenen Grenzen zu finden. Ich finde meine eigenen Grenzen. Ja, die korrespondieren jetzt nicht so richtig mit ihren, aber ich habe meine eigenen Grenzen quasi schon abgesteckt. Hier hinten, irgendwo. Vielleicht am Rand? Wir gucken uns das mal an. Also, meine Grenzen enden, glaube ich, hier außen. So in diesem groben Bereich. Also, wenn man sich jetzt einmal außenrum eine Linie vorstellt, ich glaube, das sind so meine Grenzen. Würde ich mal sagen. Und damit bin ich, glaube ich, noch sehr zurückhaltend. Es könnte mehr sein. Es könnte ja durchaus mehr sein. Hier unten haben wir den Ferengi. Heißt, wir müssen hier eine Sternenbasis auch noch bauen. Ja, das Kolonieschiff ist da. Ziel für Terraforming wählen. Wir beginnen wieder von links, arbeiten uns einmal komplett durch. Hier wird die Sternenbasis gebaut. Hier gibt es gleich das nächste Kolonieschiff. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, was nehmen wir. Das wäre natürlich so ein geiler Tritt in ihren Allerwertesten, aber schwer zu verteidigen. Genius, wie geplant. Erstmal durchkolonisieren. Weil das ist vom Wachstum her, dürfte das eine richtig schöne Welt werden. Kronos. Nächste Runde haben wir den nächsten Bird of Prey. Den werden wir hier in dem System platzieren. Das Kolonieschiff beginnt jetzt mit seiner Arbeit. Drema, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Terraforming abgeschlossen. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Unsere Agenten haben Neuigkeiten. Das Schöne ist, wir haben jetzt Bird of Prey Stufe 2. Na, gucken wir mal. Die wollen Geld. Das lehnen wir gleich ab. Die wollen Geld, das lehnen wir gleich ab. Uliana? Kriegen nochmal... Nein, Abbruch. Kriegen nochmal ein Geschenk. Die Talarianer kriegen ebenfalls ein Geschenk. Will ich mir beide möglichst schnell sichern. Ich weiß, friedlich, das ist ein bisschen eklig, aber da müssen wir durch. Da müssen wir mal durch. Dann nehmen wir uns ein Händchen und hoffen, dass es bald trotzdem Krieg gibt. Sieht's aus? 3 Runden bis zum nächsten Bird of Prey. Terraforming abgeschlossen. Zwei Runden. Zwei Runden, dann haben wir das nächste Kolonieschiff. Das würde ich hier oben. Wir haben hier ein System in direkter Nähe noch gar nicht. Wir werden den Bird of Raider mal zurückrufen. So, Terraform. Sieht es jetzt bei euch aus? Talarianer freundschaftlich. Ulianer empfänglich. Talarianer bieten wir mal wieder die Angliederung an. Und die Ulianer ebenfalls. Ist bei beiden erstmal ein Versuch. Was habe ich wieder vergessen? Umzustellen nach der Forschung. Mein Klassiker. Wir gehen auf Bautechnik 3. Hier gibt es jetzt das nächste Terraform. Boreal läuft. Wir haben hier das nächste Kolonieschiff. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Sichern wir erstmal das Gebiet in nächster Nähe oder breiten wir uns schneller aus?
System auch nett. Das hier ist auch nett. Die wären hier natürlich auch interessant. Aber schwerer aktuell zu beschützen. Ich würde mal sagen, wir machen mal das direkte Umfeld. Aber wisst ihr was? Wir setzen das mal ein, um das System hier schneller zu terraformen. Hier gibt es nur ein Kolonieschiff. Sternenbasis fertiggestellt. Terraforming abgeschlossen. Ja, beide weisen es nur zurück. Beide weisen es nur zurück. So, Terraform. Für Terraforming wählen. Wir geben da mal ein bisschen Schub, ne? Und hier auch Terraform. Terraforming wählen. Dort rein. Da haben wir den nächsten Bird of Prey. Werden wir auch hier in dem Sternensystem erstmal reinbringen. Wir haben hier oben noch einen Bird of Prey. Den werden wir mal zurückrufen und dieses System hier uns ansehen. Das ist Bajor. Oh, die Cardassianer erklären uns den Krieg und die Ferengi auch. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Also, Formation. Tarn. Den Bird of Prey rufen wir auch zurück. Und Ziel für Terraforming wählen. Wir machen hier weiter. Sieht's mit euch aus? Das hat natürlich jetzt gelitten. Talarianer versuchen wir nochmal. Das wäre gerade richtig nice. Ja, da müssen wir jetzt durch. Kauf bestätigt. Wir kaufen das Kolonieschiff. Und dann steigen wir hier ein in Bird of Prey Produktion. Sämtliche Einheiten haben Grußfrequenzen geöffnet. Ja, Sir. Sie werden einen schönen Tod haben. Gruppe wählen. Anflug, Angriff. Dieser Kampf wird einer weniger. Von der Erlaubnis erteilt. Einer weniger. Warum kommen Sie in meinen Raum? Sie hatten Angst vor einem Tod auf dem Schlachtfeld. Terraforming abgeschlossen. Ist auf jeden Fall sehr gut für die Moral. Das Kolonieschiff schicken wir hoch nach Boreal. Wo wir jetzt auch den Bird of Prey hinberufen. Hier läuft ja das Terraforming. Ansonsten läuft hier die Produktion schon. Morska. Könnt ihr eigentlich auch ganz gut mehr Produktion gebrauchen. Oh, naja. Das Kolonieschiff ziehen wir jetzt durch. Da haben wir schon zu viel investiert. Oh, guck mal hier, Arbeitskräfte. Oh. Ich brauche danach die Gießereien. Ja, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, die Planeten brauchen halt im Moment. Befehl. Ziel für Terraform. Wir schicken da ja ein anderes System wird kolonisiert. Kolonieschiff hoch. Wir kolonisieren, damit wir da ein bisschen Schub reinkriegen. Jetzt heißt halt den Anfang überstehen. Hä, dass die ein bisschen knatschig sind, weil wir uns schnell ausgebreitet haben, ist, glaube ich, verständlich. Majorana nicht kooperativ. Bestätigt. Sie werden einen schönen Tod haben. Bestätigt. Wenn ihr das unbedingt haben wollt. Kampf wird ihr letzter sein. Meiden. Einer weniger. Warum kommen sie in meinen Raum? Warum? Ein weiterer.
weiterer Sieg für das Imperium. Endlich mehr Raum zum Atmen. Amarianer haben uns den Krieg erklärt. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Talarianer akzeptieren den Bündnisvorschlag mit den Klingonen. Dafür haben uns die Tamarianer den Krieg erklärt. Aha! Sehr schön. Tamar wird das erste System sein, was wir einnehmen. Das wird ein Fest. So, hier haben wir unsere erste Mini-Flotte. Ja, hier läuft ja noch das Terraforming. Wir werden hier aber auch System wird kolonisiert. Und mit dem zweiten Schiff weiter terraformen. Da haben wir einen Bird of Prey zur Sicherheit. Kolonieschiff ist auf dem Weg. Und hier geht's weiter mit dem Terraform. Terraforming wählen. Ich würde mal sagen, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Die Ausgangslage ist wirklich mehr als interessant. Wir breiten uns relativ schnell aus. Wir haben viele Feinde, was eigentlich für die Klingonen super ist. Die Feinde sitzen auch nicht so nah an uns dran. Also hier unten die Ferengi und hier die Cardassianer, die können gar nicht so leicht zu uns stoßen. Was ich super finde, also können die den Krieg ruhig machen. Und ich sag mal, lebt lange und in Ehre. Haut rein!